Ich grüße euch. Ja, und zurück in die Zukunft. Ah, ne, machen wir nicht. Das hier ist zurück in die Vergangenheit. Was hatten wir vor 2 Jahren? Touring, dann kam der da. Das ist eine RTX 2080 Ti Founders Edition. Nettes Dual-Slot-Design. Ein bisschen über ein Kilo. Das funktioniert. Das ist ein kleiner, normaler, handlicher Klinker. Das hier ist ein Ziegelstein. Das ist eine MSI RTX 2080 Ti Lightning Z. Hört mal her. Genau, das wiegt nämlich so zwischen 1,4 und 1,5 Kilo. Und genau dort wird wohl die neue Founders Edition landen. Schaut es euch mal an. Ah, großer Bruder, kleiner Bruder. Na, das ist der ältere. Und dann hier, na, stellen wir uns das einfach mal vor, diesen großen Knödel. Das wird die neue, ich sag's das mal, RTX 3090. So sie denn wirklich so heißt. Das Ding wird richtig groß, es wird richtig schwer. Jetzt wisst ihr auch, wo diese $155 gelandet sind, die ich euch ja unlängst schon mal im Video angekündigt habe. Das kostet allein dieser fette Monsterkühler. Drunter, das Problem ist ja, wir brauchen eine Vapor Chamber. Das wird noch alles schön verteilt. Da gibt es ja noch die ein oder andere kleine Heatpipe höchstwahrscheinlich. Das ist alles ein Riesenmordskonstrukt. So soll diese Karte mal aussehen. Was sie denn kostet? Das ist jetzt die große Preisfrage. Es wird ja so kolportiert, sind wir so bei 1.399 US-Dollar für die große Karte. Dann könnte die Founders Edition ja vielleicht noch $100 teurer sein. Warten wir es mal ab. Das ist alles noch Quark im Schaufenster, das kann noch gar keiner wissen. Denn auch wenn so der ein oder andere Shop schon so ein bisschen mit den Preisen spielt, final ist noch nichts durch, es ist auch noch nichts bekannt gegeben worden. Auch da warten natürlich alle anderen noch auf diese unverbindliche Preisempfehlung. Das plus mal so kurz zwischendurch. Deswegen, ich nehme ja dieses Ding mal ab, weil es wird ein bisschen schwitzig. Übrigens, eine schöne Brille. Und für die, die es interessiert, guck mal. Ich habe dann auch noch hier den passenden Helm dazu. Und das hebe ich mir auf fürs Labor. Wenn hier diese neue große Karte kommt und die wird richtig heiß, dann muss ich mich ja schützen. Dann habe ich auch noch einen Brandschutzanzug und wir haben Feuerlöscher und ach, wir haben alles Mögliche. Also da bin ich mal ganz guter Dinge, dass uns da nichts passiert. Ich bin schon mal gespannt. Demnächst hier in diesem Lichtspieltheater sehen wir uns demnächst wieder. Das war heute mal ein kurzer. Ich wollte es euch bloß mal kurz gezeigt haben. Schaut es euch an. Ja, das ist dieser Haben-Wollen-Faktor. In diesem Sinne, was haben wir sonst noch anzuteasern? Bevor diese ganze Geschichte kommt, darf ich euch noch was Interessantes versprechen. Demnächst, so mittendrin, also nach der Lederjackenbodenschau und wahrscheinlich bevor diese neue große, fette, dicke Karte hier einschwirrt, habe ich für euch auch noch einen exklusiven Test. Das heißt sogar zwei, das sind nämlich zwei recht exklusive Tools, die ich hier anteasern kann. Worum es genau geht, kann ich euch natürlich nicht erklären. Aber es hat ein bisschen was mit Latenz, Leistungsaufnahme, Frametimes und weiß da geil was zu tun. Das kann ich euch schon mal anteasern. Da werden wir auch danach für den Ampere vollkommen neue Metriken haben. Also nicht nur Frametimes, sondern in Echtzeit. Was schluckt der Prügel eigentlich? Und nicht nur der Prügel, sondern das gesamte System zusammen. Grafikkarte und CPU natürlich schön fein separiert. Und wer meinen Messaufbau kennt, den ich jetzt hier nicht nochmal durchkaufe, weil ihr seid ja nicht dement. Wer das kennt, der weiß, das wird lustig. In diesem Sinne. Ach so, was haben wir noch? Ein Motherboard, richtig. Noch ein B550, Vision D von Gigabyte. Ah, liegt ja schon da drüben im Test, schwitzt schon ein bisschen. Werde dann wieder rübergehen, unten rührt sich das Johannisbeereis so vor sich hin. Da drüben schwitzt das Motherboard und ich gehe wieder arbeiten. Tschüss, Kinder. Ah, der sagt auch Winke, Winke und schönes Wochenende.